Hallo und herzlich willkommen zu Medieval 2 Total War mit dem Heiligen Römischen Reich, mir und euch und dem Hauptmann Arthur der Rebellen. Wir jumpen direkt in die Schlacht, habe ich euch letzte Runde versprochen, bei dieser letzte Folge. Und gucken mal, ob wir diese gefährlichen, bösen, unerhörten Rebellen besiegen können, die uns hier einfach angreifen. Finde ich echt absolut unverschämt. Ganz kurz gucken. Ich sehe jetzt mal wieder eine Umstellung für mich auch. Als jemand, der da doch zwei, drei verschiedene Total War spielt. Und dann auch jedes Mal wieder umstellen zu müssen auf andere Steuerung, weil hier gibt es ja keine WASD-Steuerung. Ist ein bisschen blöd. Da kommen auf alle Fälle direkt Panzerritter. Direkt draufschießen. Angriff, Stadtmilizen. Halt mal kurz einfach nur die Stellung. Ich könnte die Panzerritter auch noch reinschicken, mache ich jetzt aber mal kurz nicht. So, hoffen wir mal, dass die gleich sterben oder dass zumindest mal überhaupt welche sterben. So, er bleibt mal ganz entspannt hier. Wartet erstmal, bis die Bogenschützen schießen, wenn die schon eh nicht angreifen. Meine Ritter möchte ich dann nachher nutzen, um die dann zu flankieren. Der Klassiker quasi. Was ich auch ein bisschen ungewohnt finde, ist, dass man immer Doppelklick machen muss, dass sie überhaupt rennen. Auch sehr ungewohnt. So. Jawohl, zwei sind schon gestorben. Balance of Power ist aktuell gegen mich. Mal gucken, dass wir die direkt in den Kampf mit reinziehen, damit wir die da hinten am besten direkt angreifen können. Pikeniere. Ah, okay, ich werde jetzt auch beschossen. Und cool, Angriff. Geht am besten mal zum Angriff über direkt. Schießt dort drauf. Gepanzerte Sergeants. Warum ohne Befehl? Nein, hier. Aufhören wegzurennen. So. Ja gut, für meine Speerträger läuft super. Die bekommen auf die Schnauze. Aber die Panzerritter sind auch fast komplett Geschichte. Meine Bogenschützen schießen ganz entspannt. Was machen die jetzt aktuell? Die Ambusschützen? Ah, Ambusschützen. Ja, das ist natürlich gefährlich. So. Und gleich mal weiter zum Angriff. Also meine... Oh Gott, das sind ja diese großen Pikeniere sogar. Weil es echt ganz gut ist. Jawohl, geht die mal Nahkampf rein. Ihr schießt bitte weiter auf die drauf. Wir dürfen dann gleich mal hier Ambusschützen angreifen, dass die gleich mal Geschichte sind. So, man, die laufen weg. Super. Ganz toll. Immer super toll, dass die eigenen Einheiten fliehen. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich. Was? Wie, die läuft schlecht? Das kriegen wir schon hin. Keine Angst. Alles ganz entspannt. Doch mal Plänkelmodus an hier. Die Armbrustschützen sind Geschichte. Der feindliche General ist auch tot. Super. Und dann würde ich fast schon sagen, was machen die aktuell? Am besten nicht catchen lassen, bitte. Den einmal kurz in den Rücken fallen. So. Ich habe fast all meine Einheiten verloren, aber das ist nicht wirklich schlimm. Ist mir egal. Hauptsache, wir haben die Provinz erobert. Das Wichtigste ist ja nachher sowieso, dass wir nachher dann die Franzosen zurückschlagen, die mich ja hier frecherweise angegriffen haben. So, ja, flieht ruhig. Ihr schießt, jawohl. Auf was schießen die? Was ist da hinten? Flämische Pikeniere. Das ist wahrscheinlich wichtig, dass die auf die Pikeniere schießen. Stadtmiliz, Angriff. Ich finde es halt unfair, dass sie gepanzerte Sergeants haben. Muss man halt auch mal sagen. So. Die werden wahrscheinlich auch gleich wieder abhauen. Auf was schießen die aktuell? Aber wie sieht man das? Auf das schießen die, okay. Das finde ich immer ganz cool. Das gibt es in neuen Total Wars gar nicht mehr. Diesen Banner, wo man dann genau sieht, wohin die oder wen die angreifen. So, hier dürfen wir kurz wegrennen. Macht mal nichts, ganz kurz. Einfach nur mal entspannt zuschauen. So. Naja, läuft ganz gut. War eigentlich mal gegen uns die Schlacht. Aber wir haben es zumindest mal stabilisiert. 63, 41. Und weiter drauf schießen. Und ihr zieht euch einfach weiter zurück. Ja. Zwingt uns ja keiner zu kämpfen. So. Der Sieg scheint sicher, nur in Nahkampf könnte diese Schlacht verlieren, sein Ernst. So denkt er. Dafür werde ich den erstmal brav in den Rücken reinfallen. Dann wird sich das mit denen hoffentlich gleich erledigt haben, jawohl. Gleich mal hinterher. Hier flämische Pikeniere angreifen, die sind eh viel zu schwach. So. Hinterher. Hinterher. Hier weiter auf die schießen. Aber wir müssen gar nicht mehr weitermachen, das langt schon. Normalerweise müsste das eigentlich jetzt uns gehören, normalerweise, jawohl. So, Frankreich hat mich ja verraten. Ein Kandidat zur Adoption.
Ja, nehmen wir an. Nehmen wir generell immer alles an. Das ist immer ganz wichtig, dass man die ganzen Leute annimmt. So, das wird alles automatisch gemacht, wie immer. Das wird belagert, aber da können wir jetzt natürlich zur Unterstützung eilen. Und werden die dann wahrscheinlich auch gleich... Jawohl, die ziehen sich zurück. Beziehung verschlechtert. Ich weiß nicht warum. Die greifen mich an. Und dann beschweren sie sich, wenn ich sie angreife, weißt du? So. Frage, wenn ich die jetzt hier angreife, kommen die zur Unterstützung? Glaube nicht. Was mache ich jetzt mit der Armee? Was war das Ziel mit der Armee? Ich gehe davon aus, dass die Dänen mich irgendwann angreifen, tatsächlich. Das heißt, es würde vielleicht sogar sinnvoller sein, die Armee irgendwo hier oben zu lassen, sicherheitshalber. Wenn die dann auf dumme Gedanken kommen, dass ich zumindest die Armee da habe. Was ich mit denen machen wollte, weiß ich auch noch nicht so richtig. Leider sehr demolierte Panzerritter, die sind ja neutral mit mir. Muss die Armee leider auch da lassen, befürchte ich fast. Kann ich die da reinschicken? Garnison? Ja. Ja, wie viel Garnison kann denn so eine Stadt eigentlich ab? 4. Also er müsste auch noch mit als Garnison gelten. Weil das sind eigentlich demolierte Einheiten. Dann tue ich die eigentlich wirklich, wenn wirklich nötig, tue ich die dann quasi mit rekrutieren. Florenz, was ist da das Problem? Also das ist nur eine Holzpalisade. Müsste aber auch 2 Einheiten rekrutierbar sein. Dann machen wir das auch gleich mal. Und zwar 2 Sperrmilizen. Die wir da einfach mal kostenlos dann unterstellen können. In Florenz machen wir dasselbe. Und zwar dann mit der Stadtmiliz. Ja gut, da kann ich nur einmal Stadtmiliz rekrutieren. Aber gut, trotzdem. Also ja, kostenlose Einheiten, da muss ich nichts für zahlen. Das geht allerdings nur in Städten. In diesen Festungen geht das nicht. So, wie viel haben wir hier? Auch das müsste auch 2 sein. Ne, 3. Schau, kann ich sogar noch eine dazu rekrutieren. Schwan. Machen wir auch ebenfalls noch einmal Sperrträger. Vor allem, die kann ich später auch natürlich nochmal nutzen, wenn ich dann irgendwie in eine Schlacht komme oder irgendwie brauche. Dann kann ich die natürlich nutzen. In Nürnberg müsste ich auch noch eine Einheit mit dazu rekrutieren. Um Himmels Willen. Da müsste ich auch noch eine Einheit mit dazu rekrutieren können. So, und dann machen wir Prag auch noch mit dazu. Da haben wir aktuell gar keine. Na, 1, 2. Dann haben wir das auch schon mal. Aber zumindest mal ein paar Einheiten, die wir unterhaltsfrei zur Verteidigung hernehmen können. Geht übrigens auch... Ne, hier geht gar nichts. Hier sind wir komplett dicht. Da können wir was bauen. Da bauen wir einen Kornmarkt für den Anfang. So, gut. Dann haben wir das schon mal alles fertig. Den französischen Angriff haben wir abgewehrt. Mission gescheitert. Rekrutiere einen Priester in Frankfurt. Ja, super. Ah, das hätten wir meiner sagen müssen. Ups. Hätte ich mal besser schauen müssen wahrscheinlich. Gut, schauen wir, was die Franzosen jetzt als Reaktion machen. Bin ich mal gespannt. Gar nichts. Neue Mission, verstärkt die Region. Innsbruck. Und mit was genau? Was ist die Mission genau? Wo sehe ich denn eigentlich meine Mission nochmal? Auftraggeber Alasrad, blabla, Ziel Innsbruck. Diese Region liegt an der Grenze. Der Rat schlägt vor, dass ihr eure Truppen hier um mindestens 4 Einheiten verstärkt. Hier ist aber doch gar keine feindlichen Einheiten. Ist doch total dumm. Da überhaupt irgendwas zu machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah gut, muss ich nicht verstehen. Auf alle Fälle haben wir jetzt hier erstmal überall unterhaltsfreie Einheit mit dazu. Die tun wir auflösen. Dann schicken wir ihm neue Einheiten mit hin. Die tue ich erstmal auflösen. Genauso wie die tun wir auch auflösen. Weil die nicht bei Full Strength sind. Die tun wir ebenfalls auflösen. Die kosten ja trotzdem 89 Unterhalt. Aber bringen wir ja gar nichts in so einer Situation. So, rekrutieren wir hier nochmal welche mit dazu. Hier ging nur 3, ne? Das war das Problem. Ich hatte da quasi zu viel rekrutiert. Mal hier merchen, was man merchen kann. So. Habe ich auch 3. Und ich habe hier noch einen neuen General. Das ist gut. Schick mir nach Bologna. So, und ihn lassen wir jetzt einfach mal hier und gucken mal, was passiert. Auch hier Einheit auflösen. Bauen brauche ich dann alle gar nicht. Okay, ja, Hauptsache, das ist nicht schlecht, wenn man nochmal die ein oder andere Einheit hier hat. Wo ist denn die Armee hier hin? Aha, die denken auch so, dass sie mich verarschen könnten. Nö, klappt aber nicht. So, die 2 schieben wir mit in die Armee rein. Ihr seht schon, das ist eine sehr starke Armee jetzt tatsächlich. Weil ich habe jetzt 4-mal Leibwache des Generals, welche die stärksten Einheiten des Spiels sind. Mehr oder weniger. Und damit mit der Armee kann ich dann auch, wenn nötig, auch einiges anrichten. Machen wir erstmal die französische Armee hier weg. Wie komme ich da hin? Mhm. Hier oben kommt man nicht lang, ne? Ne, okay, gut. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ich zumindest hier mehr oder weniger sicher bin.
Geh mal kurz her. Ich habe drei Bauern da drin, aber ich kann mit Bauern nicht so viel anfangen. Deswegen lösen wir die wieder auf. Verstärken zwar meine Armeen, diese Bauern, aber die bringen mir halt ziemlich wenig. Kann ich ja was rekrutieren? Aktuell kann ich sogar tatsächlich. Tun wir mal zweimal Kavallerie dazu rekrutieren. Finanziell ist natürlich finanziell wieder so eine Geschichte. So, auch hier mal. Gut, da schieben wir die drei einfach mal mit hier hin in die Armee rein. Jetzt haben wir hier eine ziemlich starke Armee schon mal. Das passt doch schon mal. Super. So, finanziell, wie schaut es da aus? Super, wir machen Plus. Und da, kann ich da was rekrutieren? Nur die. Das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Fortbildung könnte man machen. Florenz wird rekrutiert. Okay, gut, dann können wir eigentlich fast schon wieder beenden. Weil die Rebellensiedlungen sind ja alle im Besitz. Da gibt es quasi keine mehr, die man erobern könnte. Was die Dänen machen, muss man abwarten. Und dann können wir jetzt eigentlich aktuell erstmal nur kurz die Runde beenden. Braut vorgeführt, nehme ich natürlich an. Aha. Aha. Die können wir jetzt vernichten. Keinen einzigen verloren. Mal Lösegeld. Die haben wirklich das Lösegeld für die abgelehnt. Das sind schon so richtige Geizknochen, ey. So, die Dänen hassen mich auch. Mauren haben Portugal den Krieg erklärt. Gebäude gebaut, Rundenbericht. Wir sind das stärkste Reich, das finanziell nicht, mittelmäßig stärkste Reich. Produktion das stärkste Reich und insgesamt auch das stärkste Reich. Das ist schon mal gut. Dann haben wir Rekrutierungsbericht. Viele, viele schöne neue Einheiten, jawohl. Unter anderem dreimal neue Ritter oder Reiter. Die können sich nächste Runde zusammenschließen. Die Bauern schicke ich mal nach Metz rein, bevor wir jetzt gar nichts da haben. Innsbruck. Innsbruck rekrutieren wir auch nochmal ein bisschen was. Wenn wir mal sagen, zweimal Sergeants, einmal Bogies. Und gebäudebautechnisch, was macht hier Sinn? Mal eine Farmgemeinschaft. Ist ziemlich teuer. Aber ich möchte natürlich auch, dass hier ein bisschen was weitergeht. Auch hier das Ganze. Oh, was brauchen wir hier? Gepolsterte Rüstung. Bordell bringt uns Zufriedenheit. Und wir könnten Spione rekrutieren, aber gut, an Zufriedenheit scheitert es jetzt aktuell nicht. Kirche. Markt bauen bringt uns natürlich besseren Handel. So, was können wir hier bauen? Wahrscheinlich hoffentlich was Militärisches. Hier oben bräuchte ich eine militärische Region. Das wäre nicht schlecht, wird eh noch gebaut. Okay, gut. Ja, schauen wir hier nochmal rein. Bauen wir hier nochmal Trappelfahrt. So, dann sind wir hier durch. Brücke könnten wir noch angreifen, by the way. Die nebenbei kurz merchen. Fortbilden geht auch nichts. Reparatur geht auch nichts. Wird vielleicht irgendwann automatisch mal gemacht. Die Franzosen haben mich angegriffen, oder was war das? Nee, was war denn das? Was war gerade? Die wollen mit mir handeln, das ist schon mal nett. Vielleicht gleich nochmal ein Bündnis? Ah, ist sehr fordernd. Da werden sie wahrscheinlich nicht annehmen. Aber Handel ist schon mal gut. Die Sizilianer, die könnten auch handeln wollen, normalerweise. Nee, wollten bestechen. Mailand wird auch bestechen wollen wahrscheinlich dann. Kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwas Seriöses von mir wollen. Nee. Und da kommt der Angriff, ja, wie erwartet. Ist aber dumm, tatsächlich, Bologna da anzugreifen. Es sind zwei sehr kleine Armeen. Ich habe ja oben eine große Armee, von da ist es relativ entspannt. Und ich kann dann nachher Mailand an Kaufmannsgilde, jawohl. Herzlich willkommen im Reich. Beendet die Feindschaft. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe nicht mal Diplomaten. Ne, kommt noch dazu. Vor allem, ich bin wieder derjenige, der, weißt du, mir erklärt man hier den Krieg. Ja, Mailand greift mich an. Ja, jeder mag mich nicht, jeder hasst mich. Das wird belagert, das wird belagert. Bisschen was wurde gebaut, bisschen was wurde rekrutiert. Aber ich bin wieder der Blöde, weißt du. Und ganz ehrlich, es ist mir egal. Wir greifen die jetzt, ja, okay. Okay, ich greife sie nicht an. Pass auf, ich lasse die Armee einfach hier. Weil wenn die Franzosen mich dann angreifen, da sind die Franzosen die Bösen, nicht ich. Wir schicken jetzt erstmal mit die Armee dorthin. Erstmal hier kurz einen Ausfall machen. Und machen das automatisch. Haben auch kaum Leute verloren. Hinrichten. Einfach damit die lernen, mich nicht anzugreifen. Und jetzt tun wir die Armee nutzen. Wie viel haben wir denn hier? 5? Wie viel haben wir da drin? 2? Ah. Gut, die haben alle noch Reichweite. Also wir machen das jetzt so. Schicken ihn mit dazu. So. Und dann können die jetzt hier angreifen. Und die ziehen sich zurück. Jawohl. Die können da reingehen. Passt super. Kann ich die Armee natürlich. Ich könnte sogar Söldner rekrutieren, by the way. Okay.
Lief aber an sich alles ganz gut soweit. Ja, so viel Bogenschützen brauche ich hier nicht. Ich erwarte jetzt nicht, dass Ungarn mich auch noch angreift. Obwohl, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem General? Schicken wir ihn weiter hier hin. Dann lasse ich mal ein bisschen Garnison drinne. Hier braucht man zum Beispiel auch gar keine Garnison. Ich meine, die drei Einheiten kannst du drin lassen, einfach aus dem Grund, weil... Naja, es ist egal. Da zahle ich eh keinen Unterhalt für. Und das sind Einheiten, die ich dann halt wirklich im Ernstfall auch nutzen kann. Deswegen ist das eigentlich egal. Die Armee ist da, die ist stark. Die ist auch bereit zuzuschlagen jederzeit. Dann warten wir mal ab. So, Rundenbericht. Finanziell rutscht mal ab. Militärisch sind wir auch schwächer geworden. Was nicht gut ist. Obwohl die neue Einheit... Ne, haben wir nicht. Wir haben nur fortgebildet. Die Mauren und Frankreich sind in dem Bündnis. Kardinale wurden befördert. Beziehungen verschlechtern sich. Generell mag mich keiner. Wahrscheinlich, weil ich zu stark bin. Kann auch wirklich sein. Was haben denn die Dänen vor? Jetzt seid mir mal nicht böse. Ich schau mal ganz kurz, wo hier die dänische Stadt ist. Weil wenn die Dänen mich besuchen, besuche ich halt die Dänen. Also das Spiel können wir auch zu zweit spielen, ne? So ist es ja nicht. So, wie schaut's hier eigentlich aus? Müsste man mal irgendwas rekrutieren können hier oben. Hier kann ich zwei Unterhaltsfreien, die drei. Kann bitte gleich nochmal eins rekrutieren, wenn wir schon mal da sind. Kann auch schon die Sergeants hier rekrutieren, wie die heißen. So, da bla bla, die sind fertig. Ah, hier brauche ich ja gar keine Einheiten ins Ruck. Die kann ich woanders hinschicken. Ich würde fast sagen, wir schicken die hier nach unten mit. Damit wir eine mailändische Offensive starten können. So, die Armee. Wir verstärken die jetzt mal kurz mit zwei Bogenschützen. Kann ich hier nur Einheiten rekrutieren, wenn wir schon mal da sind. Tun wir gleich mal zweimal Sperrmilizen rekrutieren. Weißt du, billige Einheiten aber. Es sind Einheiten. Und greifen jetzt einmal Verstärkung. Ja, das geht noch. Wir greifen die Armee an. Die ziehen sich natürlich zurück, aber wir setzen nach. Naja, ein bisschen Verlust haben wir gemacht. Naja, wenn die das Lösegeld ablehnen, dann bringe ich sie halt um. So einfach ist das. Die sind ja selber schuld. Ich könnte jetzt noch Söldner rekrutieren. Ist leider sehr teuer. Deswegen lassen wir das einfach mal. So. Gut, nächste Runde kann ich dann nach Genua oder nach Mailand. Das weiß ich noch nicht. Wie schaut es hier aus? Die zwei Einheiten. Ich ziehe sie mal nach oben hier. Dann habe ich hier jetzt eine richtig starke Armee. Weil so wie das ausschaut, die Franzosen, die lassen auch nicht nach. Die schicken hier auch weiter Einheiten hin. Antwerpen ist an sich schon eine ziemlich starke Sache. Wir können das ja bitte das mal reparieren, auch ganz nebenbei. Braut wurde wieder vorgeführt. Ja, die Franzosen wollen mich natürlich auch nicht angreifen. Die haben genauso viel Respekt vor dem Papst wie ich. Also eigentlich gar nicht, aber jeder macht's halt. Mission gescheitert. Die Ansehen beim Papst hat gelitten. Ja, was will ich machen? Man kann es nicht jedem recht machen, erst recht nicht im Papst. Genua ist mir zu stark. Die Ritter haben auf die Schnauze bekommen irgendwo mal. Das ist ein bisschen blöd. Naja. Mal kurz wechseln. Einmal die dorthin, einmal die dorthin. Dann kann ich die auch fortbilden lassen. So. Und gleich nochmal eine Sperrmiliz dazu. Dass wir das auch haben. Baubericht, ja. Na gut, wie gesagt, muss noch ein bisschen warten. Und die ziehen ihre Armee wirklich hier auch eiskalt hin, ne? Da ist Aarhus. Beziehung verschlechtert mit Dänemark. Ist mir aber auch egal. Wie gesagt, wenn die jetzt hier Antwerpen angreifen, was sie sogar fast machen könnten... Ja, das wäre sogar noch eine interessante Schlacht, wenn das hier passiert. Dann greife ich Aarhus an. Also quasi Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber erstmal nicht. Erstmal nicht. General habe ich ja keinen da. Die eine Armee schicken wir ihn mal nach oben. Schicken wir ihn mal nach oben. Einmal Panzerritter schicken wir auch mit nach oben. Stettin. So, jetzt hier kann ich immerhin schon mal eine Einheit. Ne, zwei Einheiten können wir schon mal kostenlos einstellen. Machen wir zweimal die. Geht nur einmal. Gut, ist natürlich ein bisschen blöd. Und die einmal Ritter schicken wir nach Wien runter. Weil ich denke, Wien ist ein bisschen riskanter aktuell als alles andere. So. Ja, Sizilien, die gehen mal richtig auf den Senkel. Oder auf den Gazzo, um das mal auf der ein bisschen in der Sprache, glaube ich, auszudrücken von den Sizilianern, Italienern. Mailand auch. Wirklich, die gehen mir so penetrant auf die Eier, alle beide. Mailand und Italien und Sizilien und generell alles, was damit zu tun hat. Das ist unglaublich. Am wenigsten greift mich aktuell keiner mehr an. Die Dänen haben sich auch zurückgezogen, wahrscheinlich, weil sie Angst um Aarhus haben. Also ich kann die Armee jetzt einmal hier schön entspannt hochschicken. Ist natürlich die Frage,
Gehen wir es nach Hamburg lieber. Lieber Hamburg befestigen. Der Kreuzzug ist gescheitert. Das ging ziemlich schnell. Alle Missionen scheitern aktuell. So leid es mir tut. Ich würde ja mein Bestes tun, um das zu verhindern. So. Ein paar neue Einheiten auch mit rekrutiert. Hier ist einfach nur ein Stalemate. Man wartet darauf, was der andere macht. Ah, das ist interessant, dass der sich hier wieder raustraut. Die Schlacht nehmen wir doch gerne mit. Nichts geziemt im Krieg mehr als Tapferkeit. Furcht hindert die Tapferkeit nicht. Denn ein Mann ohne Furcht in der Schlacht ist ein Tölpel. Tapferkeit geht voran, stellt sich dem Feind und hört nicht auf Furcht. Deshalb werden wir voranschreiten als gute Diener des Reiches. Diese Mailänder können mit Geld umgehen. Das wird ihnen nutzen, wenn sie ihre Toten zählen. Doch wird es ihrem Weibsvolk beim Klagen helfen? Guter Mann. Richtig gute Ansprache. Übrigens, Fun Fact, wenn ihr euch die Ansprachen anhört, kann es sein, dass der Wert... Und nun, edle Deutsche, seht Orres auf eure Pflicht und General steigt. Sterbt ihr, so sterbt ihr unter Freunden. Ein besseres Ende kann sich kein Mann wünschen. Es folgt daraus, dass Angst und Sorge sinnlose Lasten sind, die wir abwerfen können. Ich marschiere frei und bin ein tapferer Mann. Tut es mir nach. Juhu, in den Krieg, in den Krieg. Juhu. Bist jetzt fertig, ja? Gut, war eine schöne Ansprache übrigens, muss man ihm lassen, ich habe die Ansprache sehr genossen. Wir haben wahrscheinlich gleich brutale Kavallerie-Überlegenheit, wir haben wahrscheinlich komplette Überlegenheit in allen Bereichen, erwarte ich eigentlich. Wir werden es gleich sehen, auf alle Fälle Bogenschützen nach vorne, die Schlacht starten und dann gucken wir mal, die werden mich hoffentlich angreifen, oder? Bleiben sie stehen? Ne, die greifen mich an. Die KI ist so berechenbar, ja, ist es so, in den meisten... Ups, ich musste aufstoßen, ich weiß nicht mal warum. In den meisten Total Wars, also eigentlich in jedem Total War kannst du die KI nach ein, zwei Stunden beziehungsweise nach einer bestimmten Zeit sehr gut berechnen. So, also ist die Frage, was haben die so an Einheiten? Haben die wirklich nur Infanterie? Miliz, die haben wirklich nur Infanterie. Die machen es mir ein bisschen einfach aktuell. Und meine Bogenschützen können schon ein bisschen Schaden machen, haben schon 5% der Feinde getötet. Gut, die greifen jetzt an. Ist mir gut und schön. Meine Jungs sind ja wahrscheinlich bereit. So, die Sperrmiliz anzugreifen ist dumm übrigens. Vor allem Head-on. Das waren eh meine schwachen Ritter, von daher ist mir es egal. So, den anderen fallen wir im Rücken. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Ja, natürlich läuft die gut fürs Reich. Der feindliche General ist auch schon tot. Mal gucken, dass wir das möglichst verlustfrei hier gewinnen. Haben auch direkt gewonnen, setzen den natürlich nach. Versuchen aber möglichst viel Verluste zu machen. Am besten vielleicht die Armee komplett auszulöschen. Wir schauen mal ganz kurz, Verluste 81%. Wir müssen ja 90% der Feinde auslöschen, dass die Armee komplett aufhört zu existieren. Das ist auch aktuell das Ziel, haben wir geschafft. Damit können wir die Schlacht beenden. Super, 163 haben wir verloren. Klingt viel, aber wir haben letzten Endes deutlich mehr getötet und auch noch Gefangene gemacht. So, Lösegeld haben sie abgelehnt, dann tut's mir leid. Das Gute ist, der Weg nach Mailand steht jetzt übrigens offen. Den werden wir natürlich auch nutzen. Dann haben wir unsere Truppe kurz verstärken mit Armeen aus Venedig und Bologna. Tun hier dafür neue Truppen rekrutieren. 1, 2. Und wir können auch gleich noch was bauen, wenn wir schon mal da sind. Bauen wir auch hier einen Kornmarkt. In Venedig machen wir dasselbe. Wir bauen was. Und zwar Straßen oder eine Farmgemeinschaft oder eine Ortswache. Hört die Ausbildung von Einheiten oder ein Händler oder eine Kirche oder ein Bordell oder eine Straße. Ja, ihr habt gesehen, wofür ich mich entschieden. Oh, wir können eine Händlerkavallerie-Miliz bauen. Oh, die schaut das sexy aus. Hoho. Ändert nichts dran, dass ich eigentlich nur erstmal Mailand erobern möchte. So, die Franzosen, die wissen natürlich, wenn die mich angreifen, gibt es ein fettes Battle. Oh, die gehen mir auch auf die Nerven mit ihren ganzen diplomatischen Versuchen, da mich zu kaufen. Ich kann gerade hören, wie die ganzen Adligen in meinen Reihen sagen, wir haben es dir doch gesagt, verteidige Innsbruck. Ja, jetzt habe ich den Salat. Muss ich da die Truppen hinschicken nach Innsbruck, das wird natürlich eine Weile dauern. Aber ich werde nicht nachlassen, ich werde jetzt auch direkt zum Angriff übergehen. Und wir werden nächste Runde auf alle Fälle hier direkt in Mailand angreifen. Das ist mein Hauptziel. So, habe ich die Mission eigentlich abgeschlossen oder brauche ich noch eine Runde? Ich glaube, ich brauche noch eine Runde, bis wir die Mission abgeschlossen haben.
So, wir verstärken Hamburg. Wir schicken die Armee nach Antwerpen und... Ah! Das war das Ziel von den Dänen. Jetzt hat... Das macht natürlich Sinn. Nicht dumm von denen. Auf alle Fälle, nächste Runde ist Mailand dran. Wir müssen halt... Also ich würde fast schon sagen, wenn wir... Wenn es zur Schlacht kommt, könnten wir sogar mit Innsbruck mit zwei Einheiten verteidigen. Da bin ich jetzt einfach mal so arrogant und würde das einfach mal behaupten. Wien müssen wir ein bisschen lassen und ich würde mal gerne irgendwo einen Spion wieder rekrutieren. Oder wir haben ja sogar noch einen. Ich bin auch so ein Depp. Weil mit dem bin ich auch noch im Krieg. Fun Fact. Mal gucken, dass wir vielleicht nochmal von Wien hier irgendwo eine Armee zusammenstellen. Oder von Stettin. Müssen wir mal gucken. An der Stelle würde ich trotzdem erstmal sagen, ja, ich weiß, die Folge ist nicht ganz so lang. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder zu Medieval 2 Total War mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Macht's gut. Tschüss.